willkommen zur ersten Influencer-Darts-WM. Einen Riesenapplaus für Händerblatt, Maximilian Knabe. Gerne ein bisschen Salz in die Pfanne rein, dann schmecke ich das noch ein bisschen. Ja, wir sind heiß wie Frittenfett, nicht wahr, Martin? Ey, komplett ein fantastischer Abend jetzt schon und wir haben noch nicht mal angefangen. Also allein du hier, The Wall, Alter, ist ja heftig. Nummer 2 aus Deutschland hier im Rad schießen, ne? Ist ja der Hammer. Es werden tatsächlich wirklich einige Talente mit dabei sein, wo man schon sehen wird, dass da echt potenziell etwas da ist. Ja, ich spiele nicht mit. Ja, da wäre auch Kopf und Mainz verloren. Sag doch mal, was ist das Ziel heute? Die 180. Heute bin ich der Einzige, der was zu verlieren hat, also habe ich sehr große Angst. Aria, hast du gar nichts zu verlieren? Ich kann nichts, von daher nö. Was ist denn das Ziel? Ja, gewinnen heute. Das größte Team im Turnier heute will also die Distanz möglichst gering halten. What am I doing with my life? Also ich sag mal Folgendes, wir sind Kollegen, keine Freunde heute. Ja, werfen mit Stil, yeah. Nur nicht ins Ziel. Ja, ich will so gecarried werden, wie ich hier auf dem Gang gecarried wurde, dann bin ich glücklich. Ich schwitze jetzt schon. Wir haben das ja dreimal geprobt. Dreimal nackt. Shoutout bitte hier an die Sanitäter. Ich hoffe, sie kommen nicht zum Einsatz, denn unsere Würfe sind tödlich. Ich trage das immer so. Ja, also ich komme ja aus der League-Profi-Szene und jetzt wird die Dart-Szene erobert. Wir waren beim Vorbereiten sehr schwach, aber die Konkurrenz auch, deswegen kriegen wir schon hin, glaube ich. Kalle wird in der spandauischen Kneipenlandschaft auch der Darts-Ronaldo genannt. Na klar, warum denn nicht? Kalle, willst du noch was loswerden? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Herzlichen Dank. Oh, jetzt geht's los. First leg. Static, two throw first. Martin, bereust du es schon, hier zu sein? Also, ich glaube, wenn wir das nochmal machen und Sterzig dabei ist, muss ich mir die Anfrage vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin ehrlich, es ist eine tolle Sache für unseren Sport, dass auch sowas gemacht wird, dass auch sowas gezeigt wird. Und es ist das auch ist ja mal richtig im Kommen, Digga. Ja, komplett aller. Sterzig. Okay, Leute, es geht los. Was? Hä? Ist der Kamera das war gerade. Das war gerade. Das war gerade. Sterzig, du siehst den Blick, das ist der Bullseye-Blick. Küsst vielleicht nochmal den Pfeil, küsst er den Pfeil, das ist sein Signature. Nein, noch nicht, wahrscheinlich erst, wenn es heiß hergeht. Er lässt sich Zeit, finde ich aber auch gut. Ja. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt so richtig verstanden habe, wie du das erklärt hast. 20! Ja, das ist Tag-Team-Action. War nicht schlecht. Von nah dran an der Triple-Top. Wir verlieren sehr oft die Feder. Das Problem ist tatsächlich, dass bei fast allen Schäften die Ringe noch draus sind, die denn dafür sorgen, dass der Flight nicht tief genug in den Schaft reingedrückt wird. Aha. Ja. Das hört sich vielleicht alles ein bisschen verkehrt an. Du hast einen Ring, der ist auf dem Schaft. Ja, steh da. Okay. Oh, das ist die Triple 20. War das gezielt? Okay, hä? Der hat's ja übel drauf. Was ist denn hier los? Also, liebe Leute, ihr habt schon gerade gemerkt, es geht darum. Oh, das ist eine 100! Das ist eine 100! Meine Fresse. Okay, er greift nochmal die Augen zusammen. Ich weiß nicht, ob er weiß, wo er hin. Ja, das passiert immer, oder? Weiß er, wo er. Weiß er, dass er nicht die Zahlen. Ich glaube, ich erkläre es vielleicht ein Sterzig nochmal. Ah, immerhin 13 Punkte. Ich finde es auch gut, dass sie immer nicht zu Ende werfen, sondern zwischendrin immer noch mal ein bisschen schnacken wollen. Jetzt guck doch nicht so. Ist absolut unüblich im Profibereich. Du willst doch Profi werden. 35 so, Rest für Kutscher. Jetzt wird gefragt, wo ist die 15? Oder die letzten. Ich sag mal, wenn man im 100er-Bereich angekommen ist. Tolkien sagt gerade, er kann leider kein Mathe. Ich find's aber auch irritierend, dass er Maxim fragt, was er werfen muss. Das ist ja sein Gegner. Theoretisch ein Triple. Der hat das Triple. Alter. Was hat der Rest? Was muss er werfen? Es sind 30 Punkte Rest. 30 Rest. Ah, er geht nochmal auf 100. Okay. Aber was
was hättet ihr anders machen können, um hier zum Erfolg zu kommen heute? 10 Jahre Dart spielen. Okay, wenn ihr jetzt sagen wir mal 10 Jahre habt ihr jetzt nicht, sagen wir mal, ihr habt 10 Stunden Vorbereitung, was kann man beim nächsten Mal anders machen? 10 Jahre! Bei der Dartbietung gerade eben, wo kurz der Kameramann in die Quere kam, sag ich mal, und quasi der erste Einsatz schon absehbar war. Wie krass geht da die Pumpe? Ein bisschen. Also Vorfreude ist natürlich auch da, aber wir haben dann gesehen, ihr habt dann gut reagiert und es wurde nicht geworfen. Wir hoffen, dass es nicht zum Dartort wird für euch. Kim, ehrlich, es tut doch weh. Das ist soweit der Turnierbaum. Ich muss sagen, ein paar Überraschungen waren schon jetzt dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es geil, wie hier der Elli Pelli abgeht. Für arme Leute, seid ihr noch da? Ja. Aber sind mal kurz ruhig. Die Hahn vor Bullab. Wurde schon abgesprochen. Die Hahn wirft. Marcel vor Bullab. Jetzt zeigt Marcel wahrscheinlich, wie es richtig geht. Oder? Ohne hingucken. The world is ours. First leg, Kalle to throw first. Okay, das, bitte schmeißt den raus. Oh, jetzt wird hier Mut angetrunken. Oh, ich einmal. Ja, ein guter. Oh, oh was? Was? Hau da nochmal rein, Kutscher! Ah, die Eins. Doppelt 12, Fabian. Links oben. Genau. Richtig. Genau das. Okay, Fabian Sigismund kennt tatsächlich die Dartregel nicht. Der hat vorhin die 100 rausgeballert. Jetzt fragt er, was eine Doppel 12 ist. Na gut, aber er macht's. Ich glaub, macht er's? Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Okay. Okay, ja, ich würde sagen. So, lieber Sterzig, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Ich habe aber keine Ahnung, was abgeht. Ja, Janis, ich glaube, ich habe die Frage, die jeder beantwortet haben will. Was ist los? Ich weiß es auch nicht. Ich musste abbrechen. Oh, der pfeift jetzt bei ihm. Oh, oh, hey. 35. Jetzt ein Signature aufs Board. Das ist ja auch mal spannend. Oh, was? Die Hose wird ausgezogen! Was ist denn hier los? Weil ich bin heute Partner geworden! Naja, scheiß drauf! 57 Rest ohne Tag! Der ist knapp 48! Oh. Kuschinski ist natürlich die Frage. Gibt's nochmal das Küsschen? Ja, gibt es. Das ändert tatsächlich gar nichts am Punktestand. Nee, kann er nicht ausmachen. Kann er immer auch noch nicht ausmachen. Der erste nicht die. Geiles Match. Jetzt wird's groß. Traumhafte Szene hier in der Overtime Bar. Komplett daneben. Die. Das Publikum fordert, dass Brücki sein Gürtel zumachen soll. Knaller, hast du so ein Viertelfinale schon mal gesehen? Nein, noch nie. Andy Fires 36. Okay, kein Kopf machen, einfach rein. Oh, das war die 3, aber es zählt nicht. Das war safe, die 3. Oh, und jetzt nein, das ist nicht die 19, Kalle. Ja, du weißt gar nichts, weißt du. Immerhin wollen mittlerweile alle ihre Pfeile abholen, ja? Da sind wir schon über diesen Punkt match hinaus. Das ist alles ein bisschen. Oh, nebenbei. Das ist Scorpion Area Adams geworden. Mann, der Mann, der Mann, für ein Stop. Ja, ein bisschen da, schon. Alles ist geglückt. Schweizer nach oben. Und Kalle! Ja, woran hat sie gelegen? Woran hat sie gelegen? Aber noch 10 Mal. Nicht rein getroffen. Was weiß ich dann? Natürlich sind wir die Gewinner der Herzen. Wolves hat mir auf dem Silbertablett so den Win serviert. Ich hätte am Ende das einfach reinsacken müssen, war mein Fehler. Aber die beiden großen Respekt, absolut abgeliefert. War geil. Also ich würde es jetzt nicht hochklassig nennen. Aber dass Aria euch hier 200 plus einschenkt, war so nicht eingeplant, oder? Überhaupt nicht. Ich habe wochenlang trainiert in meinem Keller zu Hause und sie sagt mir gerade 3 Tage Vorbereitung. Sola ist ja der krasse Typ von uns beiden, der krasse Part. Und ich dachte, ich halte ihn komplett zurück, aber Sola hat auch komplett reingeschissen. Es haben oft nur Millimeter gefehlt, aber so ist das. Das Leben generell, manchmal fehlen halt nur ein paar Millimeter. Ja, ich stehe hier gerade mit Hendrik. Ich würde dich jetzt herausfordern, wenn ein Instinct-Tree-Talent heute...
Nein, das ist jetzt damit durch. Wir schauen uns einmal den Turnierbaum an. Ey, krass, Eddie und Simon im Halbfinale. Eddie und Simon gegen Donny und Niklas. Das ist ein richtig interessantes Match. Aber man muss auch sagen, was jetzt so die Teamdynamik angeht, wie sich da gepusht wird, Team Kalle und Kutscher stehen sich da nichts nach. Aber ist eine große Herausforderung für Kalle und Kutscher, muss man auch sagen, was bisher Scorpion und Area Adams abgeliefert haben. Es bleibt spannend, das erste Halbfinalspiel der Influencer Darts 2023. Mein Name ist Maximilian Paul-Karl Knabe und an meiner Seite ist der Martin. Er will, dass Kalle den Dart küsst. Nee, er will, dass Kalle kurz den Dart hält, damit er die Hände schön knacken kann und... Jetzt wird er ein bisschen rum. Donny, Publikumsmagnet, ne? Alle lieben ihn. Guckt euch an, wie sexy der Mann ist. Er lässt es so einfach wirken. Und dann haut er den so genial daneben. Kutscher, wir müssen leider unterbrechen. Ich würde jetzt Martin für dich einwechseln wollen fürs zweite Leg. Dafür kommt Maxim Markov an meine Seite. Jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung an diesen Menschen sehr, sehr hoch. Der Druck auch. Der Druck ist episch. Bin mir nicht sicher, ob er seine eigenen Pfeile nimmt. Das ist knapp. Das ist eine 20. Oh, Junge. Das ist auch eine 20. Oh! Oh, also das war schon der tiefste. Warte mal, wer ist das? Das ist Kutscher. Warte mal. Kutscher hat gesagt, er will weiterspielen. Ja. Martin soll sich verpissen. Oh, das ist aber eine harte Wortwahl tatsächlich. Also, er hat es geschafft, nach einer 1 noch weniger zu schmeißen. Und beendet. Donny, von 1 bis 10, wie hart pumpt dein Herz? Ja, er geht nochmal in sich. Das Publikum sagt an, er soll in die Mitte werfen. Und die 6! Nochmal die normale 15 und Area sind im Finale. Das war's vom ersten Halbfinale und das Team unserer Publikumslieblinge, Kalle und Kutscher, ausgeschieden. Was ist passiert? Jetzt seid ihr nicht Weltmeister geworden, aber ihr sollt trotzdem eure Weltmeisterbotschaft loswerden an die Welt da draußen. Habt euch lieb. Happy Birthday. Habt ihr einen Favoriten? Ja, also ich sag mal, wenn Marcel das nicht holt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ne? Also ich habe das Gefühl, den könnte ich beide Augen zubinden und der besiegt mich immer noch im Best of Ten. Aber dafür sieht das andere Team natürlich noch schöner aus. Also ich finde, es macht echt Spaß heute mit dir. Ja? Ist mir mega, wirklich toll. Ist mir auch mega. Also. So Freunde, es ist soweit. Es ist Zeit für das große Finale. Team 1, Marcel Scorpion. Und Ariana Adams! Ariana Adams ist schon! Team Donny und Niklas! Viel Spaß beim Finale! Hier sind Max und Martin! Top! Weiter geht's! Das wollen wir sehen! Das wollen wir sehen! Der steckt super! Der steckt super! Das könnte sein! Meine Damen und Herren, das ist bisher das beste Darts-Lag, was ich live miterlebt habe. Das ist schlecht. Oh, sind das nicht geile Bilder? Sind das nicht geile Bilder? Meinst du Donny oder die Fans? Ja, und dann wäre es hier sogar schon vorbei. Krass. Boah, fast Bulls. Es ist jetzt an der Zeit. No score. Donny kann mit einer Single 19 sich die Doppel 20 stellen. Oh Gott. Doppel 10 und Donny, der rastet da auf der Außenbank. Ja, aber auch mit Recht. Niklas kann jetzt hier zur Legende werden. Oh. Oh. Oh, ist das eine Zitterpartie. Kann Marcel jetzt hier die Doppel 1 nach so vielen Feders? Kann er es mitnehmen? Sind Influencer Weltmeister 2020.
ihr beide, ihr wart so kurz davor, sie ins Elimination, oder wie es auch immer heißt, ins Finale Leck zu schicken. Ey, großen Respekt einfach an unseren Gegner. Das war einfach krass. Ich bin wirklich gerade so richtig baff. Platz 2 ist nie ein Grund zum Feiern, aber ich finde, wir waren ein fantastisches Team, hat mega Spaß gemacht und auch von mir großes Lob an den Gegner. Wie häufig spielst du da? Ab und zu mal, ich habe jetzt 2 Tage durchgeknechtet, aber das Glück ist mit den Dummen. Und Marcel, du hast das Ding einfach souverän nach Hause gefahren. Hast du den Druck gespürt heute von den Jungs neben dir? Also da war auf jeden Fall Druck. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, war ich so der Einzige, der das Gefühl hatte, ich könnte was verlieren. Deswegen bin ich jetzt bis auf die letzten Doppel am Ende doch sehr froh, dass ich im Finale gut spielen konnte und auch 180 beisteuern konnte. Wir freuen uns sehr und wir sagen Gratulation an die Weltmeister! Max, Martin, wollt ihr einmal zu mir runterkommen? Ein großer Applaus auch nochmal für Max und Martin. Max, was willst du noch loswerden? Komm mal her. Ha! So, ciao. Also erstmal vielen lieben Dank an alle, die hierher gekommen sind, als auch die Sanitäter, die Leute, die hier ohne Ende uns volltanken. Ist ja einfach nur ein Genuss. Vielen Dank. Aber auch alle da draußen, die im Chat den ganzen Abend Party gemacht haben. Es war alles dabei. Schöne Emotionen. Donny, siehst doch gut aus. Für mich ist einfach nur schön, neben dir zu stehen. Ey, ich bin mega happy. Nico, ich geb dir erstmal wieder, ne? War frech. Das war die erste Influencer-Live-WM. Vielen Dank an Endoflop und danke an euch alle zu Hause. Macht's gut.